Das Schreiben war für ihn das Entscheidende, nicht das Veröffentlichen. Er hat das, was er geschrieben hat, selbst nicht mehr wiedergelesen. Er konnte es nicht. Er hat nicht mal Korrektur gelesen. Das war für ihn nicht vital. Sorkamp hatte schon gegen Ende der 70er Jahre angefangen, unter Siegfried Unseld lateinamerikanische Literatur in Übersetzungen nach Deutschland und in den deutschen Sprachraum zu bringen. Siegfried Unseld hat mich dann 1984 von Klett Cotter, wo ich als Lektor für neue deutsche Literatur gearbeitet habe, zu Sorkamp nach Frankfurt geholt. Ich wurde dann verantwortlich für den dann überhaupt erst richtig gegründeten Lektoratsbereich Spanien und Lateinamerika und Portugal und habe dann mit Begeisterung eben die großen, damals noch nicht auf Deutsch veröffentlichten Romane, Erzählungen, ich sage nochmal, der lateinamerikanischen Autoren in Buchform bringen können, also Übersetzer gesucht, gefunden. Und ich habe dann gemerkt, dass dieser Autor mich fasziniert, ohne dass ich sofort sagen konnte, woran das lag. Ja, es ist mir sogar so gegangen, dass ich bei dem ersten Lektorat einer Übersetzung von Anneliese Botond oft nicht wirklich wusste, was tut der Autor hier, was ist das eigentlich? Aber ich merkte, dass das in mir nachwirkte und konnte dann nach und nach weitere Bücher von Onetti eben in Übersetzung herausbringen. Und es kristallisierte sich für mich immer mehr die Überzeugung heraus, dass dies einer der ganz großen Autoren des 20. Jahrhunderts ist. Ein Grund, die deutsche Werkausgabe dieses Autors zu machen, war der, dass es bis dahin eben nur vereinzelte Übersetzungen gab in unterschiedlichen Ausgaben und sich auch herausstellte, dass selbst die spanischen vorhandenen Bücher, die damals als Vorlage der Übersetzungen gedient hatten, nicht wirklich verlässlich waren und dass erst nach und nach, selbst im spanischsprachigen Raum, die Bedeutung des Autors wirklich voll erfasst wurde und damit dann eben auch im Jahr 2005 gleichzeitig mit uns die erste spanischsprachige Werkausgabe des Autors erschien. Damit hatten wir dann die Möglichkeit, auf bessere Texte zurückzugreifen. Und wir haben dann eben unsere vorhandenen Übersetzungen genommen und Satz für Satz überprüft. Das haben die beiden Herausgeber Gerhard Poppenberg und ich gemacht für diese Werkausgabe. Wir haben, indem wir die Originaltexte genauer und genauer studieren konnten und eben auch bessere Ausgaben vorlagen, die vorhandenen Übersetzungen und natürlich auch die neuen Übersetzungen noch viel genauer an die Struktur des Erzählens von Onetti heranführen können, an die Art und Weise, wie er Bilder zusammenfügt, wie er einen Satz anfängt, wie er vielleicht noch im Satz selbst einen Bruch macht, der dann wieder aufgegriffen wird. Und diese genaue Arbeit, die ist eigentlich nur, die ist einem Übersetzer, der unter dem Druck steht, eine Übersetzung für den Verlag abzuliefern, gar nicht möglich. Das ist eben erst bei der Neuübersetzung eines Klassikers oder eben bei einer Werkausgabe möglich. Die Zeit bringt es mit sich, dass sie scheidet, dass sie unterscheidet. Wer bleibt einfach eine Herausforderung für die Leser? Welcher Autor erschließt sich auch durch den Zusammenhang eines Werks besonders? Und ich denke wirklich, Onetti ist ein Autor, bei dem sich das eine noch mal aus dem anderen noch mehr erhält. Man kann jeden einzelnen Roman und jede einzelne Erzählung von Onetti für sich lesen,
Aber wenn man zum Beispiel die Gestalt des Arztes Dias Gray, wenn man sie in dem Roman Leichensammler oder in der Erzählung eben Jakob und der andere kennenlernt, dann findet man sie wieder im Band 4 in dem Kurzroman Der Tod und das Mädchen in Konstellationen, die ungeheuer filmisch und kraftvoll sind. Und dann merkt man so nach und nach auch, dieser Dias Gray ist einerseits ein alter Ego des Autors, also in diese Figur bringt er viel von sich hinein, und dann ist da doch so viel Distanz und so viel Eigenart, dass eine Gestalt ist, die als Romanfigur auch hervortritt und eben nicht als eine Sprechfigur von Onetti. Das war auch für mich selbst hochinteressant und einfach erhellend zu sehen, wie manche Figuren, die man in frühen Romanen hingenommen hat, sich später als sozusagen immer schon vorhanden erwiesen haben. Die sind offenbar im inneren Raum Onettis, Erzählraum Onettis, einfach vorhanden gewesen. Und der Band 5, also der letzte, der abschließende Band der Werkausgabe mit sämtlichen Erzählungen, liefert nun in einem Band den Überblick über das gesamte Erzählen Onettis. Von seinen allerersten Anfängen, das sind noch ziemlich ruppige, ungeordnete, aber hochinteressante Erzählungen, bis hin zu seinen ganz späten skizzierten Erzählkernen im Grunde, kann man sehr wohl Zusammenhänge, rote Fäden entdecken, thematische durchaus, aber auch schon in den ganz frühen zum Beispiel, wie er eben nicht, wie ich schon sagte, nicht abschildert, nicht brav hintereinander erzählt, das war so und so und das sieht dann so und so aus, sondern wie er zum Teil filmisch, aber mehr noch bildnerisch, ich nenne das für mich zusammenfügen, also eine ballende Kraft in die einzelnen Sätze Energie hineinzubringen, und daraus entsteht die große Spannung und, ja, ich sage nochmal, die Energie seines Erzählens. Onetti selbst hat in Interviews, zu denen er dann doch immer wieder verführt wurde oder verführt werden musste, denn er hat nicht gerne öffentlich geredet, doch mehrmals gesagt, er kann nur anfallsweise schreiben. Nur wenn es ihn überkommt, schreibt er, und dann in einem Zug, das kann nächtelang sein, nur mit Zigaretten, Kaffee und auch dem einen oder anderen Whisky. Und er hat es vor allen Dingen benannt als un acto de amor, als ein Liebesakt, als etwas, was ihn mit einer Art von Glück erfüllt, wie er es ja auch nur in un acto de amor erlebt. Und er hat auf einzelne Zettel geschrieben, er hat in Schreibhefte geschrieben, eine frühe Erzählung, die wir in dem Band 5 zum allerersten Mal auf Deutsch auch veröffentlichen, hat er in ein Schulheft geschrieben, und irgendwann, als das Schulheft zu Ende war, hat er aufgehört. Hat darunter dann geschrieben, kleiner Versuch über das Adjektiv und die Konstruktion, geschrieben von Juan Carlos Onetti. Dann hat er das Heft beiseite gelegt, nie mehr aufgeschlagen, und das ist erst Jahrzehnte später von einem Literaturkritiker in einer Garage von Onettis Schwester gefunden worden und dann eben auch veröffentlicht worden. Das Schreiben war für ihn das Entscheidende, nicht das Veröffentlichen. Er hat das, was er geschrieben hat, selbst nicht mehr wiedergelesen. Er konnte es nicht. Er hat nicht mal Korrektur gelesen. Das war für ihn nicht vital. Das war für ihn sozusagen eine Amtshandlung, die er nicht leisten mochte. Und es hat Perioden gegeben, wo er sehr viel und lange und hintereinander geschrieben hat. Und es hat auch Perioden gegeben, vor allen Dingen nach seiner Emigration
aus seinem Uruguay, Montevideo, nach Spanien, Madrid, wo er doch, also erzwungen durch die Inhaftierung während des Militärregimes in Uruguay, wo er doch so niedergeschlagen war und wo ihm seine Welt eigentlich weggebrochen war erstmal. Und erst nach langer Zeit hat er dann diese beiden späten Romane veröffentlichen können, die im Band 4 der Werkausgabe erschienen, worin er dann eben die Gelassenheit wiedergewonnen hat, dass er als in dem Fall jetzt nicht mehr junger und auch nicht mehr mitteljunger Autor nochmal seine Sicht in Erzählungen, also in Geschichten, in Romanengeschichten hat bringen können. Ich habe viele der Texte Onettis wohl 5, 6 oder 7 Mal gelesen und immer wieder die Erfahrungen gemacht bei den herausragenden Stücken eben seiner Hauptschaffenszeit, dass jede Lektüre, jede wiederholte Lektüre etwas Neues in den Blick bringt und einfach nochmal neu fasziniert. Und das geht mir bei dem letzten Band mit den Erzählungen eben so, zum Beispiel mit dieser Langerzählung Jakob und der andere. Die kann ich lesen und eigentlich gleich wieder von vorne anfangen zu lesen. Das ist unglaublich. Ich kenne wenige Autoren, bei denen man wirklich so über den einzelnen Satz oder einen Absatz so nachdenkt im Lesen oder innehält im Lesen und dann, wenn man zu Ende gelesen hat, eben nochmal neu beginnen möchte. In der Erzählung Jakob und der andere kommt der Sportimpresario, der sich selbst Fürst Orsini nennt, also nach Santa Maria mit seinem Ringer Jakob von Oppen zu einem Schaukampf, den gewinnen kann, wer seinen Jakob von Oppen zu Boden ringt, der würde dann 500 Pesos kriegen. Diese 500 Pesos hatte er aber gar nicht, also muss er betrügen, tricksen und vorher erstmal aber Atmosphäre verbreiten. Und Onetti lässt uns Leser jetzt diesen Fürst Orsini, den Sportpromoter, so vor Augen treten. Er war zwischen 40 und 45, hatte einen breiten Brustkasten, eine durchschnittliche Statur. Er war geboren, um zu überzeugen, um das feuchte und laue Klima zu schaffen, in dem Freundschaft gedeiht und Hoffnungen akzeptiert werden. Er war auch für das Glück geboren oder zumindest dafür, hartnäckig daran zu glauben, gegen Wind und Wetter, gegen das Leben und seine Irrwege. Vor allem, und das war das Wichtigste, war er geboren, um aller denkbaren Welt Glücksraten zuzuteilen. Mit einer natürlichen, unbezwingbaren Gerissenheit, ohne je seine persönlichen Ziele aus den Augen zu verlieren, ohne sich übermäßig über die fremde, unkontrollierbare Zukunft Sorgen zu machen. Er blätterte das Album mit den vergilbten Fotografien und Zeitungsausschnitten auf, mit großen Schlagzeilen in fremden Sprachen. Er zog Diplome hervor und Dokumente, die im Falz mit Klebepapier verstärkt waren. Über die alten Erinnerungen, die Melancholie und das Scheitern glitt sein Lächeln hinweg, seine unermüdliche, kompromisslose Liebe. Nie betrunken, glaubte Orsini nach dem 4. oder 5. Glas, dass die Zeugnisse der Vergangenheit die Zukunft garantierten. Er persönlich brauchte keine Veränderung, um bequem das unmögliche Paradies zu bewohnen. Er war mit 50 auf die Welt gekommen, zynisch, gutmütig, ein Freund des Lebens, immer dafür, dass etwas geschieht.